Du willst abnehmen und überlegst, was du zum Mittagessen essen sollst. Salat oder Bolognese? Was würdest du wählen? Die richtige Wahl wäre tatsächlich die Bolognese. Was hat sie gerade gesagt? Warum das Ganze so ist, das erfahrt ihr heute am Infosamstag. Und zwar liegt es daran, dass so ein Salat in seiner reinen Form keine vollwertige Nahrung ist. Das ist eigentlich fast nur Gemüse. Wenn man jetzt noch ein bisschen Dressing mit Essig und Öl ranmacht, hat man dann noch ein bisschen Fett. Aber mit vollwertig hat das nicht viel zu tun. Da fehlen die Eiweiße, da fehlen die Kohlenhydrate. Was ihr tatsächlich machen könnt, ist dem Salat etwas hinzuzufügen, was den wieder so ein bisschen aufwertet. Das heißt, ich kann da so Hülsenfrüchte reinmachen, zum Beispiel mit ein bisschen Käse arbeiten, Feta, Mozzarella, Schnittkäse, welcher mir auch immer schmeckt. Ich kann auch ein bisschen Fleisch reinmachen. Beim Caesar Salad ist es das Hühnchen. Da kann man auch alles eigentlich an Variationen nehmen, damit man da so eine Eiweißquelle drin hat. Und dann noch ein paar Kohlenhydrate dazu. Sprich, ich kann dazu ein Vollkornbrot essen oder mir ein bisschen Reis oder ein paar Nudeln mit reinmachen. Dadurch habe ich dann wieder eine vollwertige Mahlzeit und das Ganze hält mich auch satt. Denn was passiert, wenn ich nur diesen Salat esse? Es ist so, dass wenn ich jetzt wirklich nur Salat esse mit ein bisschen Öl, dauert das Ganze ein, zwei Stunden und ich habe wieder ordentlich Hunger. Wenn ich mir dann aber sage, ey, guck mal, du hast doch gerade erst einen Salat gegessen, du kannst doch nicht noch Hunger haben, dann hungere ich meinen Körper weiter aus und zum Abend kommt dann dieser Heißhunger. Und dann ist es nämlich so, dass ich dann am Abend doch die Bolognese esse. Und die Bolognese am Abend ist nicht die gute Variante, denn da sind relativ viele Kohlenhydrate mit drin, die ich am Laufe des Tages noch verbrennen kann, wenn ich sie mittags esse. Aber abends wird das etwas schwieriger, denn abends gehe ich nicht nochmal unbedingt raus, es sei denn, ich gehe eine große Runde spazieren. Aber mein Körper arbeitet nicht mehr so viel. Meistens entspannen wir uns eher. Vielleicht setzen wir uns vor den Fernseher oder vor den Rechner. Das alles führt nicht unbedingt dazu, dass wir die Energie, die wir in Form von Kohlenhydraten aufnehmen, auch wieder verbrennen können. Bei der Bolognese zum Mittagessen sieht das ganz anders aus. Die Bolognese zum Mittagessen, die hält mich ordentlich satt. Das heißt, ich bin vielleicht 4, 5, 6 Stunden satt und kann dann zum Abendbrot zum Beispiel den Salat essen mit einer Scheibe Vollkornbrot und ein bisschen Käse drin und habe da eine geringere Menge an Kalorien, werde wahrscheinlich auch eine kleinere Scheibe Brot wählen, weil ich einfach auch mein Körper diese Energie auch nicht mehr brauche und da hält mich der Salat auch ein bisschen länger satt. Normalerweise gehe ich nämlich auch ein paar Stunden nach dem Abendessen wieder schlafen. Dementsprechend ist das umgetauscht die bessere Wahl. Heißt aber jetzt nicht, dass ihr euch so einen Berg mit Nudeln auf dem Teller machen sollt und dazu eine schöne, fettreiche, richtig fleischhaltige Bolognese. Das meine ich nicht. Bolognese, ja, aber mit Vollkornnudeln und ganz viel Gemüse. Das war eine neue Folge Info Samstag. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn das so war, drückt gerne einmal auf Abonnieren hier unten, um meinen Channel zu supporten und auch die Benachrichtigungen anmachen. Dann bekommt ihr auch die nächste Folge mit, sobald sie rauskommt. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.